Короче, всем привет, I'm Hello, willkommen auf Kanal TTO. So, das ist jetzt kein Let's Play, sondern das ist eher, das nennen wir mal, wie wird X, Y, Z, B, C Achse Spiel richtig gespielt. X, Y, Z, B, C Achse ist von Frästechnik, damit habe ich mein Berufsfeld schon mal verraten. Also, wie wird X, Y, Z Spiel richtig gespielt, nennen wir das so. Und laut Entwickler oder laut Gerüchte haben die meisten oder fast alle Assassin's Creed falsch gespielt. Denn eigentlich reden wir jetzt mal kurz mit dem. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Gut, zeigen wir es mal dann schnell, wie man richtig Klinge führt und dann fahren wir fort. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. So, denn die meisten haben das Spiel wirklich falsch gespielt. So. Und zwar, man muss wirklich im Spiel, wie man jetzt hier erkennen kann, komplett ohne HUD spielen. Einfach mal probieren. So. Ich habe es bei mir alles deaktiviert. GPS, Waffensymbol, Steuerungssymbol und Synchronization-Anzeige, quasi Lebensbalken. Eigentlich ist es kein Lebensbalken, sondern Synchronisationsbalken gewesen. So. Und sollte die Balken runtergehen, dann quasi in Anführungsstrichen sein Lebensbalken, wird das System desynchronisiert, denn wir stecken immer halt in Animus drin. So. Und zwar, bevor wir jetzt fortfahren, zeige ich erstmal euch einen Abschnitt, was davor war. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr, und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden, sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft.
So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. So, was wissen wir? Wir wissen, wir müssen jetzt nach Damaskus jemanden ausschalten. So, wir müssen unseren Verbindungsmann finden. Und irgendwas mit Schwarzhändler Tamir. Und wir müssen reiten. So. Dann testen wir das mal, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, man muss in ein Spiel sich wirklich hineinversetzen. Vielleicht kriegt man auch anderen Erlebnis als sonst. Denn es gab viele Beschwerden, Missionen sind eintönig und. Einfach mal probieren. Quasi da, wo wir hinreiten, oder hier, viele Gebäude, Türme, die sind einzigartig. Man muss sich wirklich versuchen, sich irgendwie zu orientieren. So wie im echten Leben quasi. Und die Wegen werden natürlich ein bisschen beschleunigt im Schnitt. Also es wird nicht geschnitten, es wird beschleunigt. Das hat ihn wohl so aufgeregt. Holen wir erstmal unser Pferd ab. Es sieht aus, als würde er gejagt. Ja, wir weißen hier. Passt zu unserer Rüstung besser. Und los geht's. So, hier haben wir schon mal erst ein Schild, Damaskus nach da. Wir werden ein bisschen verfolgt. Ja, folgen wir einfach den Weghinweiser. Da, Damaskus. Da lang. Bis gleich. So, was darf man noch nicht vergessen? Assassinen haben ihre Fähigkeiten, ob Adlerauge oder sonst noch was, wie die sich ranschleichen. Und da haben wir schon Damaskus. Und das ohne GPS-Navigation. Ups. Getan. Warum tut ihr das? Komm zum wahren Glauben. Hört auf, bitte. Ihr tut mir weh. Angeber. Gottloser Heide. Unglaublich. Hier, ihr könnt nicht entkommen. Kämpfen wir mal. Retten wir den Bürger. Ungläubiger, ich werde euch in die Schranken weisen.
Gehen wir zum Bürger. Vielleicht hat er nützliche Informationen für uns, ne? Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Okay, schleichen wir uns direkt rein. Mögt ihr, was ihr seht? Habt ihr genug von schlechten Waren? Kommt zu mir! Meine Waren sind ohne Tadel! Seht ihr etwas, was ihr mögt? Ihr dort, genau ihr, kommt und seht, was ich euch zu bieten habe. Ihr wollt einen guten Handel? Dann bin ich euer Mann. Okay, und somit wären wir drinne. So. Was? Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, wenn ich dann erwähne ich jetzt. Viele Gebäude, so wie die Türme, da ein Turm, sind alle einzigartig. So. Fähigkeiten von Alter hier. Also allgemein von Assassinen. So. Diese Umsehen halt. Wir haben in dem Spiel an sich richtig guten Weitsicht. Vom Spiel aus schon. Auch so eingestellt. Und ich denke mal, es wäre nicht verkehrt, wenn wir einfach da hochklettern und uns umschauen. Ob wir jetzt da synchronisieren oder nicht, spielt glaube ich nicht wirklich so eine Rolle. Denn wir haben kein HUD. Denn da müssen wir uns selbst orientieren. Und das sollte das Spiel auch wirklich ausmachen. Machen wir trotzdem Synchronization, auch wenn das für uns jetzt in dem Fall nichts bringt. So, was wir machen müssen, erstmal den Verbindungsmann finden. Quasi unseren Informanten. Dann schauen wir doch mal die Gebäude genauer an. Weiter hoch können wir leider nicht. Ansonsten klettern wir ein bisschen vielleicht da mal hoch. Vielleicht sehen wir da von oben was. Könnte auch da was sein natürlich, ne? Egal, die Stadt ist groß. Ich denke mal, wir haben ein bisschen Zeit. Ja, zu dem Turm da. Oder besser zu dem gleich. Bis gleich. So, da sind wir. Schauen wir mal jetzt von hier alles genau an. Vielleicht sehen wir von hier was auf unseren Informanten hindeutet.
Wer weiß, vielleicht hat jemand schon was gesehen, nur ich bin gerade blind. Gut, kein Problem. Gehen wir zum nächsten Turm, vielleicht da drauf. Oder da, oder da. Wir haben genug Türme hier. Und wie du erkennen kannst, ne? Die sind alle einzigartig. Es gibt keinen gleichen Turm. Gut, den kann man mit dem bisschen vergleichen, aber schau mal genauer hin. Der ist nicht genauso. Es gibt immer einen Unterschied. Ich will nochmal sicher gehen, dass ich nichts verpasse hier. Okay, ich würde vorschlagen, wir gehen zum dem Turm da, den ich gerade ansehe. Der ist genau zwischen den und Dave. Ich denke mal, von da können wir auch was erkennen. Okay? Okay. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen genauer um. Vielleicht habe ich auch schon was verpasst, wie gesagt. Schlecht aus, hä? Hier unten vielleicht. Gut, gehen wir gleich direkt zum nächsten Turm, denke ich mal. Also da können wir schon mal nicht hin. Das heißt, wegen dieser Barriere da, quasi unsere Erinnerung, reicht noch nicht bis dahin. Dann ist es irgendwo in der Bereich schon mal. So. Nächster Turm wäre der, denke ich mal. Denn ich kann hier nichts erkennen. Ich hoffe, dieses Video wird nicht zum Scheitern verurteilt. Wenn er doch hochgeladen ist und ihr das sehen könnt, da hatte ich doch Glück gehabt. Oder es war doch Erfolg, sagen wir mal so. Oder ich bin blind. So, da können wir nicht hin. Das ist gut, dass die wenigstens da Barriere machen, wo unsere Erinnerung nicht reicht. Warum macht er das? Ich weiß nicht. Ich hatte Bock drauf, deshalb mache ich das.
Oh, schauen wir uns direkt hier mal gleich um. Vielleicht sehen wir hier schon was. Das wäre mein nächster Turm und dann der ganz große. Gut, klettern wir ein bisschen weiter hoch. Noch kann ich nichts erkennen, was uns auf einen Assassinen hindeutet, auf unseren Informanten. Ob kleiner VPS-Verlust gehabt. Ja gut, mein Ziel ist jetzt da, dieser kleine Turm vielleicht, oder den großen da hinten. Besser als ich. Redet näher. Höret, was ich zu berichten habe von einem Händlerprinz ohne Gleich. Kabir trieb damals eine Karawane zwischen Damaskus und Jerusalem. So, wieder ganz genau umschauen. Niemand in Jerusalem wollte seine Ware, die Baum- und Feldfrüchte nahegelegener Höfe. Als Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen und seine darbenden Männer. Eine glückliche Fügung für beide. Jeder hatte, was der andere brauchte. Also zog Tamir ab, ritt gen Norden und sorgte sich, was aus seinen Vorräten werden würde. Denn schon bald drohten sie zu verderben. Das hätte das Ende dieser Geschichte und dieses armen Mannes bedeutet. Aber das Schicksal hatte andere Pläne. Als Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen und seine darbenden Männer. Eine glückliche Fügung für beide. Jeder das sieht mir ein bisschen verdächtig aus hier. Als Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen. Ich will mal das kurz gucken, das sieht mir ein bisschen verdächtig aus. Für beide. Jeder hatte, was der andere brauchte. Ist gleich. Niemand kennt diesen Mann besser als ich. Redet näher. Warum macht er das? Höret, was ich zu berichten habe. Ich kann. Deshalb mache ich das. Händlerprinz ohne Gleichen. Also gab er. Genau. Es in meinem Beisein zu hier ist es. Das wird euch das Leben kosten. Symbol der Assassinen. So, dann müssen wir auf jeden Fall das uns merken. Und vielleicht mal diesen Turm merken wir. Die Türme merken wir, den Turm merken wir. Wenn wir da drauf gehen, können wir das hier sehen. Und dann haben wir unser Unterschlupf hier. Und da haben wir schon mal unseren Verbindungsmann gefunden. Altair, schön euch zu sehen.
und in einem Stück. Ich freue mich auch, Freund. Was geschah, tut mir leid. Denkt nicht daran. Einige eurer Brüder waren vor euch hier. Oh, wenn ihr gehört hättet, was sie über euch sagten, ihr hättet sie stehenden Fußes erschlagen. Das ist schon gut. Ja, ihr habt das Credo wohl nie geteilt, oder? Das reicht. Entschuldigt. Manchmal vergesse ich mich. Was führt euch nach Damaskus? Ein Mann namens Tamir. Al-Mualem stört sich an seiner Arbeit. Ich soll sie beenden. Nun sagt mir, wo ich ihn finden kann. Sicher wisst ihr noch, wie man einen Gegner aufspürt. Natürlich. Herausfinden, wann er wo sein wird. Aber das überlässt man am besten. Ich verstehe. Geht und untersucht die Stadt. Stellt fest, was er plant und wo er arbeitet. Die Vorbereitung entscheidet den Sieg. Was könnt ihr mir über ihn berichten? Tamir bestreitet seinen Lebensunterhalt als Schwarzhändler. Fängt im Sukh-Bezirk an. Ich schlage vor, dass ihr die folgenden Orte aufsucht. Ein kleiner Bazar nordöstlich von hier, die Madrasa im Osten und die Gärten nördlich dieses Büros. Konzentriert euch auf diese Orte und ihr solltet ihn gut kennenlernen. Ich soll vermutlich nach Erledigung zu euch zurückkehren. Ja, kehrt hierher zurück. Ich gebe euch Al-Mualems Feder und ihr gebt uns Tamirs Leben. Wie ihr wünscht. Doch bedenkt dies, Altair. Geratet ihr in Schwierigkeiten und wendet sich die Stadt gegen euch, kommt hierher zurück. Ich kann euch vor dem Sturm schützen, seid aber gewarnt. Wenn die Feinde zu nahe sind, bleibt meine Pforte geschlossen, bis ihr sie abgehängt habt. Habt ihr verstanden? Ja. Einen Feind herzuführen würde die Bruderschaft gefährden. Sehr gut, dann geht. Ja, da haben wir das gefunden auf jeden Fall. Ich würde erstmal hier wahrscheinlich Cut machen. Der hat jetzt wieder jede Menge Informationen gegeben. Von Himmelsrichtung bis sonst noch was. Und ja. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, das jetzt alles zu notieren. So, müssen wir gucken. Auf jeden Fall Schwarzhändler. Soweit ich weiß, ist da, wenn man jetzt irgendwo drauf gehen könnte. Da. Irgendwas, was hat er gesagt hier? Das ist ein komischer Bezirk. Auf jeden Fall, da wird gehandelt, glaube ich, unter drunter. So, da können wir auch mal versuchen anzufangen. Und ja. Ich denke mal, ich werde das dann später mal wieder fortführen. Bis dahin. Wenn jemand so Assassin's Creed irgendwo rumliegen hat und hat doch mal Interesse gefunden, mal das mal ohne hart zu probieren, warum nicht? Vielleicht kriegst du ein anderes Erlebnis. Ich werde es selbst noch weiter versuchen. Mal schauen, wie weit ich komme. Ne? Ist natürlich verdammt schwer ohne Hard, ne? Muss ich mal zugeben. Ich war schon beinahe verzweifelt, wollte schon beinahe aufgeben, nur den Verbindungsmann zu finden. So. Aber wie gesagt, alles, also jedes scheiß Turm, ist einzigartig. Auch wenn die von Form einige gleich aussehen, die sind trotzdem irgendwo anders. Man muss nur genau hinschauen, ob es die Spitze ist oder was dazwischen ist. So, und wie gesagt, du brauchst Orientierungspunkte. Ja, wir merken uns jetzt diesen Turm hier, so wie der aussieht, ne? Das merken wir uns. Merken wir uns das hier, also im Umkreis, und da wissen wir, wo das ist. Wo der Typ ist. Weil wir müssen hier nicht nur einmal zurück. Okay? Also, vielen Dank zum Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.